Wow, und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart Speed Trap. Beim letzten Mal haben wir Shy Guy freigeschalten, den wir heute spielen. Er tritt sogar in einem weißen Kart an. Sieht recht stylisch aus. Ich würde sagen, let's go in den letzten Cup. Wir haben die Mushroom Avenue, Sakura Valley, finde ich cool, Bowser's Castle und die Rainbow Road. Ich habe gar keinen Bock im Spezialcup. Ich würde sagen, let's go. Wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ja, findet heraus, wer der letzte Charakter ist und wie er sich spielt. Ich feiere die Autos. Ey, wie ihr hier aufgehalten werdet von euren, in Anführungszeichen, Gegnern. Oha. Das ist unfair. Wie soll man denn zwischen zwei... Das ist Schlamm, das ist keine Straße mehr. Ach, und er... Ja, okay. Und die können durch die Autos natürlich durchfahren. Ohne dabei gehittet zu werden. Ist ja klar. Als ob einer von euch 2 Sekunden dachte, dass das Spiel fair ist. Also wenn wir hier heute mit einem... Also das ist unfair. Wenn wir heute mit einem dritten Platz... Okay. Ja, ist doch gut jetzt! Ey. 3-mal vom selben Auto getroffen werden, weil man sich nicht bewegen kann in der Animation, wo man Damage bekommt. Sehr geehrter Herr DJ Coco. Was ist das? Warum werden die Gegner nicht getroffen? Was? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht, als du dachtest, yo, lass mal Betrug reinbauen? Hier, schaut euch das an! 5. bin ich. Nach 3 Pilzen immer noch. Und er... Hier, die fahren da einfach gegen. Hä? Ach, und Mario wird davon auch nicht getroffen, von dem Ding. Okay, I see. Also mit dem Boomerang kann man nur Peach treffen anscheinend. Mario wird davon nicht treffen. Ja, oder er ist rechtzeitig abgebogen vorher schon. Drifte halt in die falsche Richtung. Okay, das ist mein Fehler. Achter! Zünd den Blitz, töte alle. Soll ich es überhaupt noch versuchen, Erster zu werden? Oder versuche ich es einfach... Komm, mein Ziel ist es, kein Auto zu mehr berühren. Und ob ich jetzt Erster im Ziel bin oder nicht, ist mir egal. Hier schön dran durch. Ah, wobei... Ah, ich sehe es. Die Charaktere haben die ganze Zeit die Rakete. Dann werden sie nämlich nicht von den Autos getroffen. Oh mein Gott. Tod weghauen. Naja, 6. Das zum Schluss ist das allerletzte. Das ist das allerletzte. DJ Coco. Ich sag dir, bitte mach ein Update. Oh, perfekt, ich hab Wasser auf der Brücke. Also, bitte mach ein Update und patch, dass das auch Gegner von den Autos beeinflusst werden können. Kommen wir zu Sakura Valley. Es ist obviously japanisch angehaucht. Und deswegen freut es mich direkt. Wir haben hier Kirschblüten und japanische Musik. Ich überlege gerade, ich kenne die. Was? Okay, man kann dagegen fahren, das geht dann kaputt, aber man wird ein bisschen gebremst. Kann wieder nur ich dagegen fahren und Gegner fahren durch? Wäre nicht das erste Mal. Kriege ich auch noch ein Item? Doch, ich hatte was, ich hatte eine Bombe.
Oh, eine Coin, da freue ich mich. Ich weiß immer noch nicht ganz, was die Coins bringen. Ist ja egal, ich verliere sie sowieso die ganze Zeit. Also von dem her. Aber das Game an sich ist halt eine klasse Grafik. Ich mag diese... Ich will nicht sagen DS, weil DS war schlechter als das. Aber mir gefällt der Grafikstil. Also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist oder ob es... Ich weiß nicht, wann das rauskam. Ich glaube 2015. Oder ob es damals einfach nicht möglich war, mit damaligen Sachen Full HD Sachen einzubauen. Oder mit sehr krassen Grafiken. Aber ich finde, Mario Kart mit der Steuerung von Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe in der Grafik würde ich schon spielen. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Mario Kart ist. Ob ihr schon so alte Hasen seid und Super Mario Kart gespielt habt oder ob ihr sagt, Mario Kart DS nie gespielt, war vor meiner Zeit. Ich muss sagen, Mario Kart 7 fand ich nicht so gut. Irgendwie, viele Leute meinten, das war der Titel des Jahrtausends. Genauso wie Mario Kart DS mit den Rennmissionen. Aber ich muss sagen, wenn ich mir ein Favorite aussuchen muss, ist es Mario Kart DS. Aber halt, weil Nostalgie. Das war mein erstes Mario Kart. Da war ich 5 oder so, als ich das gespielt habe. Deswegen, das ist einfach tief verankert in meinem Herzen. Sind wir gerade legit Zweiter? Die Strecke ist auch nicht so schwer, aber ey, sie ist so beeindruckend. Auch diese Detailliebe. Also schaut mal einfach mal in den Hintergrund. Da stehen Gebäude. Das sind so um die... Das ist Wasser gewesen, da kann ich nicht driften, bin ich dumm. Das war's dann, weil ich in den Hintergrund geguckt habe. Ist okay. I'm about to accept this one. Nee, Toad. Du mieses kleines... Toad! Ey, ich sag's dir, ich rette keinen von euch mehr in Paper Mario. Ich lasse euch alle verrotten. Das war schlau. Toad, du bist so ein Arsch. Ja, okay. Es ist auch voll Luigi. Sehr geehrter Herr DJ Coco. Was ist das? Dass in der letzten Runde das Spiel nochmal komplett aufdrehen muss und unfair werden muss. Warum? Es ist nur die letzte Runde. So bis zur letzten Runde war ich Zweiter. Das ist ein schlimmes Kart. Das ist das aus der DS-Version, oder? Ja, natürlich ist das aus der DS-Version. Ja, wie cool. Ja, mit den Sprüngen hier. Ey, ich habe den Drang, einfach das Spiel zu beenden und... Warum brauche ich immer zwei Anläufe, um darüber zu springen? Oh, das sind Lava-Bubbles. Scam? Man kommt nicht um zwei Kurven hintereinander im 100er Cup? Ich frage mich, wie das im 150er ist. Ach, ich bin Letzter! Hatte ich andere Erwartungen eigentlich nicht. Doch beim Sakurai Village, oder was? Sakura. Ich hab schon wieder den Namen vergessen, oh mein Gott. Na klar, na klar. Und warum ist das hier explodiert? Hier war nicht mal der erste Platz. Das war meine Schuld, ich weiß. Man kann da nur wahrscheinlich mit einem Pilz rüber. Auch so schon wie im DS-Teil bei manchen. Ey, ich bin nicht Letzter. Ich
bin sogar Fünfter. Das ist auch der größte Betrug der Welt. Warum kann ich denn nicht einfach rückwärts lenken? Also rückwärts fahren. Letzte Runde. Ich bin Letzter. Also yo. Das Spiel hat sich tatsächlich in den letzten 5 Sekunden oder in den letzten 2 Videos echt schlecht entwickelt. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon Besseres gesehen. Ich vergleiche das mit dem Original Mario Kart, da sitzen 10.000 Leute dran, die das entwickeln. Hier sitzt einer dran. Aber ich glaube nicht, dass es so schwer ist, eine Kollision für Gegner zu machen. Oder einfach die Runden nicht schwerer zu machen nach 2, 3 nach 2, 3 Runden, dass man die künstliche Intelligenz so hart aufdreht, dass es fast unmöglich ist, besser zu sein als Letzter. Also das ist unfassbar schwer. Tatsächlich kein Fan von dem Ganzen. Im Durchschnitt 7. Strong. Ja, Rainbow Road. Mit unfairen Gegnern, die von nichts getroffen werden. Und Rainbow Road. Wieso sind die beim Start schneller als ich? Es macht keinen Sinn. Oh, aber wenn man hier schön innen bleibt. Ich hätte auch gerne ein Item. Danke, Spiel. Warum ist Wario einfach... Schaut euch das an! Wario überholt einfach in der Kurve außen. Sag mal, hä? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber, ey, es ist einfach mega unfair. Ich bin 2. Was meint ihr, wie lange? Sagt ihr auch so bis Runde 2? Ich auch. Ich fahre jetzt gleich durch das Zieltor und dann werde ich überholt und werde 6. oder 7. Ne, ich werde einfach auf einer geraden Strecke überholt von Mario. Mario, wolltest du mich abschmeißen? Ich bin in der Innenbahn und er ist außen schneller als ich. So, und jetzt werden wir Letzter. Oder halt auf jeden Fall hinter 3. Ey, ey, ich bin in der Innenbahn und er wird außen immer schneller. Hä? Ich glaube, ich nehme den Link unten in der Videobeschreibung doch raus. Ich kann das Spiel nicht weiterempfehlen. Ey, also ihr könnt... Schickt mir mal auf Instagram. Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schickt mir mal ein Foto, wo ihr das Spiel schafft. Also, wo ihr einfach jeden Cup auf 1. abschließt, überall Goldpokal habt. Ich möchte einen Beweis haben, ob das möglich ist. Oder ob das einfach... Scam ist. Wobei, ich hole Mario eigentlich ganz gut ein. Was heißt ganz gut? Ich habe ihn überholt. Ich bin runtergefallen. Jetzt werde ich gleich überholt. Wollen wir wetten? Das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Wobei, Rainbow Road war halt schon immer... Ich weiß nicht wieso, aber so viele Leute haben Probleme mit der Rainbow Road. Und ich gerade auch. Was ist denn das? Aber ich habe sonst auch in Mario Kart, in den normalen Mario Karts, habe ich nie Probleme mit. Okay. Was ist das? Ey, das macht keinen Spaß. Und ich habe noch eine Drecksrunde vor mir. Ich habe keine Lust mehr. Also das... Es macht auch keinen Sinn. Ich will niemanden fronten, aber wenn man ein Videospiel so programmiert, dass es mit Absicht unfair wird. In einem Spiel,
in einem Spiel, wo es ein Anfang, ein Ziel, ein Rennsimulator. Es ist ein Rennsimulator. Dann sollte man doch wenigstens als Spieleentwickler so fair sein und dem Spieler auch mal eine Chance geben. Wie wär's damit, Coco? Wie wär's damit? Will ich gar nicht fronten. Sprung, 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 Sprung. Natürlich wirft er das nach vorne, wenn ich die Pfeiltaste nach hinten drücke. Da hat Speed Strife nicht mitgenommen. Könnt ihr mal bitte auf der Karte schauen, wo alle sind? Warum fahre ich überhaupt noch? Ey, wenn ich jetzt noch von den anderen überholt werde, ist vorbei. Dann kann man mir erzählen, was man will. Das ist... Die letzten Runden sind kompletter Betrug. Komplett! Ja. An der Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kriegt das gerne mit einer positiven Bewertung und ja, try again, ich try dich gleich again. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich kann doch noch ein Fazit abgeben, wie schön. DJ Coco. DJ Coco. DJ Coco, mein Freund. DJ Coco. Das ist das allerletzte. Zwei Sachen an dem Spiel stören mich. Das Driften und die KI der Gegner ab Runde 3. Weil die einfach kompletter Betrug sind und das einfach unfair ist in einem Rennspiel. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Vielleicht machst du ein Update dazu. Würde mich freuen. Fände ich richtig nice, bevor Nintendo das Spiel noch runternimmt. Und an der Stelle, wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.